Max Kruse räumt bei Pokerturnier komplett ab. Der aktuell verletzte und suspendierte Wolfsburg-Profi gewinnt erstmals ein Turnier der World Series of Poker Europe. Bei dem Turnier in Tschechien zeigt Kruse, dass er nicht nur das Fußballspielen, sondern auch das Spiel mit den Karten beherrscht. Im Heads-Up gewinnt er mit einem Paar Zweien durch eine glückliche Fügung auf dem River, also der letzten Karte, die gespielt wird. Mit einer weiteren Karo 2 holt er sich den Sieg. Während des Turniers postet Kruse immer wieder Instagram-Stories. Vor dem Finale am Mittwoch sagt er: Und so war's dann auch. Durch diesen Pokersieg gewinnt Kruse 134.152 Euro. Sein Einsatz lag bei 1.650 Euro.